Hi, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute bauen wir das Modern Crunch Apartment weiter. Hier in San Myshuno, der Welt aus dem Großstadtleben Erweiterungspack. Und hier sind wir in einem kleinen Apartment. Wir haben letztes Mal schon angefangen, hier so ein bisschen, ja, das einzurichten, den Stil zu finden. Schön, dass ihr wieder reinschaut. So sieht die Küche aus. Die haben wir in der letzten Folge hier natürlich errichtet. Samt Wänden und, ja, diesen schmutzigen, ja, teilweise richtig zerstörten Sachen. Das ist auch das Thema, also modern und den Crunch zu vermischen. Wir haben letztes Mal, glaube ich, ein bisschen, das war zumindest so euer Feedback, ist übertrieben mit dem Crunch. Aber ich denke, das wird, wenn man das noch ein bisschen weiter einrichtet und so ein paar Sachen austauscht. Habt ihr wieder tolle Ideen auch kommentiert. Vielen lieben Dank dafür. Doch jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los nach dem Intro. Danke euch. So, dann gehen wir erstmal in die Küche rein hier, die gute Küche. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen was machen. Also hier gab es auf jeden Fall Feedback, dass es hier noch mit dem Tisch hier, mit den Farben so ein bisschen Probleme gibt. Ich finde aber, und ich glaube, ich habe es auch angekündigt, dass das sich noch ergibt, wenn wir hier noch blaue Deko platzieren. Ich glaube, das probieren wir auch gleich mal aus, dass wir hier in die Cucina hier reingehen. Da haben wir doch bestimmt Küchendeko, die auch so ein bisschen blau ist oder so. Mal gucken, sehr daneben können. Aber das sieht auch wieder, ja, das könnte ganz gut passen. Es ist immer sehr schwierig, es ist auch eine Challenge. Also ich weiß auch nicht so genau, wie das am Ende wird, aber wir müssen einfach ausprobieren und gucken. Und ich glaube, der Weg ist da auch das Ziel. www.moveobjects hier erstmal an. Alle Cheats gibt es auf SimFancy und auf dem Cheater Mousepad. Dann geht das sogar hier oben drauf. Hier ist auch nicht schlecht hier, ne? So ein Blau. Ja, so den Graublau, den wir hier, den Ton, den werden wir wahrscheinlich nicht finden, aber ich würde es trotzdem echt mal probieren. Wer es nicht so krass mag, kann den ja auch neutraler quasi umfärben. Ich glaube, das gibt es auch in Blau, weil wir haben oh, das würde auch gut passen mit dem. Wir haben im Pferderanch haben wir diese Blautöne drin, aber auch diese Grautöne. Grünlichen Grautöne, also ist das sehr gräuliches Grün, wenn man so will. Türkis. Was haben wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein paar Tassen oder so. Ich glaube, die gibt's, haben wir die schon hier irgendwo? Gehen wir einfach mal nach Farben hier. Blau. Blau, blau. Blaue Küchendeko. Was haben wir denn hier? Oh je, meine. Ja, das ist wieder alles, aber keine Küchendeko. Sollen wir mal gucken. Diese Pinnwände da. Ist mal ganz spannend auch, ne? Wenn man das so ein bisschen sich anguckt, was es da eigentlich alles für Farben gibt. Hier ist ein blauer Topf hier, das geht auf jeden Fall. Ja, den können wir da reinsetzen, ist ganz gut. So viele Regalflächen da. Ist auch wieder ein anderer Blauton, aber ihr merkt schon, jetzt schwappt das Blau schon so ein bisschen in die Küche rein. Und das hat dann hier auch ja zur Folge, dass man hier das Blau ein bisschen anders wahrnimmt als zuvor. Und ich glaube, deswegen ist das auch ganz gut, wenn wir das so ein bisschen fortführen. Also die Tassen wollte ich ja eigentlich. Die Küchenwaage hier. Ciao, Bella hier. Bella, ciao, ciao, ciao. Ich würde das echt gern so ein bisschen krasser blau einrichten, wenn ich jetzt so ein neutrales Haus bauen würde, sag ich mal. Dann würde ich das, glaube ich, nicht so sehr blau machen. Hier die Teller, aber das ist zu kitschig, ne? Nee, das ist zu. Ja, wir müssen mal gucken. Was sind denn die Tassen da drin? Sind die da wieder nicht in der Deko zu finden? Da kriegst du doch wieder einen Vogel hier. Da müssen wir mal reingehen in das Pack. Pack. Waren die in Krimskrams, glaube ich. Genau, da ist er auf dem Cover. Hier gibt es bestimmt auch blau hier. Das ist auch schön. Mit so einem Graublau. Graublau und grau. Was haben wir hier? Guck mal hier, die. Ja. Nee, die finde ich jetzt nicht so geil. Haben wir denn noch so dezente dann? Könnten auch gut passen. Oh, die sind eigentlich nicht so schlecht. Aber das Blau ist wieder ganz anders, ne? Ne, dann würde ich hier diese dezenten da wählen, dass wir da wieder einen modernen Kontrast haben dazu. Wobei ich nicht weiß, ob wir die auf den Tisch stellen. Da würde ich eher gern was Modernes drauf packen. Aber da gibt es auch, glaube ich, noch eine einzelne Tasse. Die hier, vielleicht können wir die auch noch mal hier auf das Regal packen hier, ne? Es wäre gut, wenn wir die zum Beispiel diese Waage hochsetzen und diese Tasse dann nach unten. Dann können wir hier, glaube ich, noch eine wählen. Auch so ein bisschen gedreht hier. Die Griffe nach hinten. Aber das ist auch sehr schön, dieses Objekt. Das müssen wir mal hier noch reinbringen. Das passt natürlich auch sehr gut.
Haben wir das noch nicht? Perfekt für so ein Apartment, damit so Schlüsseln und Post und so weiter. Dann können wir ja auch da noch diese Taschen da erstmal aufhängen, dass wir die nicht vergessen. Auch ein sehr schönes Objekt, hier so Kopfhörer, das können wir hier vielleicht zu der, haben wir so eine Schallplattenecke uns gedacht hier und hier natürlich noch so ein bisschen Handy Dandy, das ist eigentlich auch ganz cool, können wir mal überlegen, Protektor, ja mal gucken, hat was, okay, was haben wir denn hier noch, da gibt es keine Farben richtig, ne? Können wir mal gucken, ob wir die dann auch noch so ein bisschen. Hier irgendwo kann man da oben nichts mehr draufstellen? Liebes Spielchen, du machst manchmal Sachen hier. Also die brauchen wir auf jeden Fall zum Schnibbeln. Aber da. Ja, dann machen wir es da drauf. Ja, machen wir es so. Führt ja auch wieder eher in das. Wobei wir haben das Schwarz hier so ein bisschen auch mit dabei. Da könnte man auch da ein Stück weit in das Schwarz reingehen. Können wir mal so zwei, drei Objekte vielleicht noch. So ein Notizbuch. Rezeptebuch. Würde ich mal sagen. Ich würde mal gucken, ob wir. Ja. Ich mach das mal hier rein. Ja, das ist das Kochbuch quasi. Okay. Ja. Das finde ich gar nicht so schlecht hier. Das finde ich gar nicht so schlecht. Hier haben wir noch so Zeitschriften. Hier gibt es auch noch so ein bisschen was mit so. So ein Kuchending. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch ins Eck irgendwas packen hier, wa? So, jetzt kommen noch ein paar Küchengeräte. Das brauchen wir natürlich auch noch. Also hier gibt es dann nur so ein Türkisblau. Das wollen wir aber nicht haben. Dann würde ich hier tatsächlich die Edelstahlautomat. Baby.ignore Gameplay Unlocked Entitlement. Ja, wir machen jetzt nicht die Gastronomie-Karriere hier. Das ist wäre zu viel. Zu viel des Guten. Ich glaube, die packe ich hier mal ins Eck. Und dann können wir ja mal gucken, was wir noch haben. Also Kaffeemaschine brauchen wir auf jeden Fall. Ich mag so gern diese Waffeleisen auch. Ja, das ist wieder so knallig blau. Aber das vielleicht noch in so einem Schwarzton. Das wird das nochmal ein bisschen hier. Können wir das hier in das Eck? Nee, das können die nicht benutzen. Ich das da hinten reinstellen. Kannst mir aber glauben, liebes Spiel. Probieren wir mal, die noch ein bisschen zu drehen. Wobei, das sind auch eh zu riesig. Ne? Wir hatten so riesige Dinger, das reicht auch so ein bisschen kleiner. Und dann machen wir das hier nach hinten auch. So ein bisschen hier zum Kochen dazu. Und dann noch so ein paar Döschen, genau. Schon viel besser jetzt gleich. Ja, Chagalaga. Und hier direkt daneben das Rezept hier für die für den Kuchen im Waffeleisen. Ja, das hat sie bei SimTok gesehen, die hier wohnt oder der hier wohnt. Okay, noch ein bisschen was Fruchtiges, Frisches brauchen wir noch. Ist auch sehr lecker, Schmecker. Sollen wir das hier noch dahinter? Ja, das ist so gut. Genau, noch ein bisschen lecker Schmecker hier. Boah, das ist schon lecker. Ja, gleich mal hier ein bisschen mit Pink machen, dann haben wir auch gleich nochmal so ein paar Ausreißerobjekte. Ne, da wird es ein bisschen, da fehlt noch so was Knalliges in dieser Bude. Und hier auch noch so ein Ausreißerobjekt. Ich würde das da hier auch auf den Tisch stellen vielleicht. Das passt auch immer ganz gut, wenn man es ein bisschen kleiner macht. Ja, das sieht dann nicht irgendwie gefaked aus. Und guck mal, hier haben wir sogar mit leichtem Grünton. Da ist doch mal hier wieder alles. Alle, wenn man von unten guckt, alles hier top ausgerichtet. Und jetzt noch ein bisschen Pflanzels, ne? Das haben wir ja noch gar nicht hier. Also hier natürlich die Hängepflanze, aber so ein kleines modernes Blümchen hier. Come on, passt das hier? Sieh da hier vielleicht das Blau. Ja, das ist zu knallig blau. Probieren wir jetzt mal mit dem Schwarz. Das wird das vielleicht hier. Das passt sogar zu unserem Pink dazu. Mal nur gucken, dass nicht zu nah an der Kaffeemaschine klebt. Immer blöd mit den Kaffeemaschinen. Es gibt einen Trick für diese Kaffeemaschinen. Es gibt wirklich einen Trick. Nur man muss da brutal aufpassen. Also man kann das auf die Theke setzen. Ne? So auch. Man kann das dann hier draufsetzen und dann die Theke verkleinern. Und das dann entsprechend reinsetzen. Weil das Objekt kann man sonst nicht. Aber das Problem ist, manchmal können die Sims das nicht mehr erreichen, weil die Theke. Das Objekt hat ja auch eine Kollision, dass die Sims sich durch Theken durchlaufen. Weiter vorne steht.
als die Kaffeemaschine und da kommen die nicht an die Kaffeemaschine ran. Deswegen mache ich das total ungern. Ne? Also im Prinzip ist es hier so, weil das Objekt kann man nur auf Theken platzieren. Das heißt, Move Objects kann das nicht anders platziert werden. So, als, damit wir die Theke hier nicht blockieren mit einem Blümchen, platziere ich das Blümchen jetzt hier hinten am Rand, weil da stellen die Sims eh nie was drauf. Und ich glaube, ich mache es eins kleiner. Eins kleiner. Oder da hinten wird es auch gut aussehen. Dann wird man es besser sehen, ne? Ich glaube, ich packe es doch auf diese Theke hier quasi. Also auf die Kaffeetheke, aber in der Luft natürlich. Lago Maggiore hier jetzt aber mal. Jetzt aber mal hier. So. Ich hoffe, es passt. Nee, falsch. Du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin, ja. So ist gut. Dann machen wir das noch ein bisschen. Ja, ich würde das Rosa gern mehr sehen hier, das ist gut. Und na, ich würde es doch so machen. Bisschen grün brauchen wir hier einfach. Das ist ein bisschen was Gemütliches, sag ich mal. Was Süßes irgendwie. Was brauchen wir denn noch? So, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, das Blau ist jetzt übergeschwappt und der Tisch, der sieht jetzt nicht mehr so blöd aus dadurch. Also, dass das hier so ein bisschen kombiniert ist. Und ja, ich möchte nochmal, aber das Schwarz haben wir jetzt doch genommen. Also ich würde es, glaube ich, doch so lassen mit dem Schwarz hier. Da unten haben wir den, ja, das passt, oder? So ist doch schon mal ganz gut. Mehr würde ich nicht machen, dann wird es zu voll. Weniger aber auch nicht in dem Fall. Man könnte noch mal so ein bisschen was. Ich finde immer das Zeug nicht hier drin in dieser Küchenabteilung. Das ist echt schlimm. Aber zum Glück weiß ich, in welchem Pack es noch was gibt. Und zwar aus dem coole Küchenaccessoires Pack gibt es ja auch noch diese Messerobjekte oder so für die Wand. Ne? Das Brettchen ist auch noch ganz schön. Guck mal, da gibt es sogar mit so einem Blau, das wieder ein bisschen zu knallig eigentlich. Aber wir machen das jetzt einfach. Stellen das mal hier dahinter. Ja, hier ist blöd wegen dem Regal. Und dann gucken wir, dass wir hier noch an der Wand vielleicht so ein Gewürzding reinsetzen, aber das kleiner natürlich, ne? Dass das hier noch ein bisschen müsste es auch mit hellem. Ah, das ist kein Holz, aber dann machen wir das schwarz. Hier nochmal so ein Gewürzfach haben. Bisschen blöd mit der Ausrichtung, ne? Ich würde es trotzdem mal so machen. Oder machen wir das hier hin, da ist ja auch noch Platz. Hier machen wir das hier hin. Wenn man mal ums Eck schaut. Ja, dann kommt hier das Messerset hin. Und das packen wir da drunter oder so drüber. Geht das auch? Ist ein bisschen komisch, ne, zum Erreichen dann. Ich würde es, glaube ich, doch hier reinsetzen. Und ich glaube, ich mag das doch lieber anders. Und da ruhig auch. Nee, ich mag das Neutrale hier. Das ist ein altes Küchenblendenbrett. Die Theke ist voll hier, ich weiß. Meine Dekotheke. Nicht die Schnibbeltheke, nicht die Mama. Okay, sehr gut. Haben wir das auch gelöst. Jetzt gucken wir nochmal rein, weil da habe ich das noch nicht so ganz übersichtlich, was wir da alles haben. Aber ich glaube, wir haben da schon das meiste auch raus. Ja, das wird natürlich auch noch passen. Hier ist ein schönes Küchenregal, ne? Das könnte man sogar über den Esstisch setzen, aber da haben wir jetzt die schöne Lampe auch. Aber wir können es ja trotzdem irgendwie. Sollen wir das hier so? Oder ne, das ist zu weit weg. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, ne? Weil die schon sehr tief hängen. Aber höher kannst du ja auch nicht hängen. Also das wäre eher für eine Theke dann gedacht. Das müsste man dann, wenn, dann hier vors Fenster setzen, glaube ich, bei unserer Küche. Ich weiß aber nicht, aber das passt ja sogar. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das aussieht hier. Ja, wieso eigentlich nicht? Das Pflänzchen kriegt schön Sonne hier vom Fenster. Ja. Farblich passt es natürlich perfekt und wir haben sogar noch eine Beleuchtung hier. Hat auf jeden Fall was. Könnte auch so als, aber wir brauchen mehr Platz, aber wir haben keinen Thekenplatz mehr hier, ne? Das ist natürlich die Frage, wie rum, aber ist, glaube ich, egal bei dem Ding, ne? Ich hätte es jetzt eher andersrum, weil die Bücherrücken falsch rum sind. Das könnt ihr auch wegmachen, wenn euch das nicht gefällt. Ich finde es gut. So. Ja, da ist doch mal. Also hier Starbeleuchtung beim Abspülen hier. Sehr gut.
Ja, das bringt noch so ein bisschen was Wildes rein. Also, so sieht schon schlichter aus, ne? Schicker. Und das bringt so ein bisschen was Wildes rein. Nur, die Lichtfarbe, die können wir, glaube ich, noch anpassen, oder? Ich glaube, die können wir noch anpassen, ein Stück weit. Wenn wir das mal so mal nehmen. Und hier mal gucken, Farbe, diese Lichter. Farbe, diese Lichter. Ein bisschen, ja, wenn man es warm macht, dann sieht es gleich stinkig aus, wenn man es so will. Ich glaube, ich würde es doch, ja, ist zu kalt. Ich würde es doch so leicht warm-weiß machen dann. Sonst sieht es so gleich so schmottrig-staubig aus, ne? Aber so ist doch ganz gut. Was sagt ihr? Passt das oder nicht so gut? Ich würde schon sagen, schöne Küche, oder? Ja. Ich hätte mal noch ein bisschen Space. Ich weiß ja, wegen dem Kühlschrank auch. Da könnte man noch irgendwie so Getränkekisten oder sowas. Da gibt es im Debug von Nachhaltig Leben gibt es diese Sprudelkisten. Nachhaltiger Leben. Gucken wir mal kurz. Oh, die brauchen wir auch unbedingt irgendwo. Bringen auch was Modernes wieder rein. Und mein obligatorisches Getränketablett, das will ich da überall haben. Ach so, ja, die sind ja wie gesagt im Debug eigentlich drin, dann haben wir die gar nicht hier. Oh, die Pflanze ist auch sehr schön, die ist natürlich sehr modern auch. Da können wir mal gucken, ob wir die vielleicht noch mit reinnehmen. Ist ein bisschen mit Metall wieder, ich weiß. Aber ich bin da je nach Lust und Laune. Okay, wir gucken mal. Mittelpunkt Show Hidden Objects. Genau. Gehen wir mal rein in das Paket hier. Wir haben zu viele Packs, Leute. Und jetzt kommen wir auch noch bald zu vermieten. Und Daniel baut ein Apartment. Toll. Können wir auch ein eigenes Apartment bauen? Wo ist denn das jetzt hier? Sag mal, bin ich jetzt blöd? Oder was? Ich bin voll blöd hier. Ja, okay. Sprudelkiste, ich bitte dich. Oh, das ist auch sehr modern. Auch sehr cool. Auch sehr, also so, nicht modern, aber, ne, es ist so, es hat so, also ist jetzt nicht was, was man im abgefragten Haus findet. Also es ist so quasi modern, aber auf Crunch gemacht. Und das ist eigentlich genau das Objekt, was diesen Stil hier in diesem Haus vereint. Ja, wir brauchen noch so ein bisschen Kunst auch. Das ist auch sehr schön mit so einem, mit so Bildern hier, da könnte man, glaube ich, auch mal das mit dem Wald hier vielleicht verwenden, wenn wir dieses Grünthema hier mit reinnehmen. Wobei das Grün hier ein bisschen sich beißt mit diesem. Ja, ich glaube, ich würde es eher anders machen. Das Blau ist natürlich auch hübsch. Ja, das ist natürlich auch sehr schick irgendwie. Das ist auch mit der Farbe her sehr geil. Komm, dann probieren wir das mal. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo diese Sprudelkisten-Dinger da sind, weil das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich die nicht wieder finde hier. Wieso sind die da nicht dabei? Das war doch aus Nachhaltig Leben, diese Sprudelkisten. Auf jeden Fall. Oh, das Bett wäre auch sehr crunchy. What? Ja, das ist schon wieder arg. Also das ist schon wieder nicht mehr auf modern gemacht. Ne, das ist schon wirklich. Also das ist ja. Gibt's das auch in schön oder so? Gibt's das irgendwie in? Nee, das ist ja noch schlimmer. Ugh. Mit Tassenrand auch noch auf der Bettdecke. Oh war ja, oh war ja. Weil dieses Recycling-Thema, das hat schon auch was oder sowas hier. Aber das ist ein bisschen zu. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So ein bisschen crunchy. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen recycelt, das hat noch was. Das ist sowas. Okay, jetzt muss ich trotzdem noch mal gucken, wo die Sprudelkisten sind. Falls ihr die nicht kennt, dann habt ihr jetzt wieder was gelernt hier. Weil das ist echt schön. Immer eine Deko, finde ich, für die Küche. Aber da sind sie noch. Hier, Saft, Glückssaft hier. Glückssaft, genau. Der kommt auch wieder zurück, wenn man es platziert hier. Genau. Und dann kann man hier noch diese leeren Flaschen auch nochmal sammeln. Das ist auch ganz gut. Man hier im Eck wenigstens noch ein bisschen was Reales, sag ich mal. Und dann gibt es noch einen Selbstsicherheitssaft für das blaue Abgeschmeckte hier. Packen wir den hin. Irgendwo hier.
hier noch ins Regal oder was oder wie. Dann haben wir wieder keinen Platz mehr, dann alles schon voll. Hier da oben passt da drauf. Guck mal an. Haben wir hier an der Wand auch noch was Blaues. Sehr schön. Oh ja, ein paar Kerzen, das mag ich immer total. Und wir wissen noch nicht, was für eine, ja, was für eine Dings wir hier haben, was für eine, ich würde mal, glaube ich, in das Weiß, oder das Schwarz ist auch schon geil. Ich glaube, ich würde mal die schwarzen reinnehmen und die schlichten Kerzen. Da können wir nachher die kleiner machen, also abbrennen lassen. Vielleicht sogar auch die eckigen da. Da muss man immer gucken, welche man erwischt, weil es gibt zweierlei. Ich zeig das euch mal. Da gibt es nämlich zweierlei. Eine hier, die kostet nämlich nichts. Und die brennen dann auch nicht. Nur die, die was kosten, weil die gibt es alle doppelt. Guck mal, hier ist dieselbe, hier 0. Ja, und hier die ist. Hier, die. Ja, okay. That's the case hier. Sehr gut. Haben wir ja alles mal vollgestellt. Also Couch, habt ihr gesagt, ist vielleicht zu wenig modern, muss man gucken. Ich finde die ziemlich geil, weil die passt mega gut zum Teppich. Was ist denn, wenn wir die in schwarz nehmen, dass wir das nochmal ein bisschen crunchiger machen oder so. Aber ich würde auch mal gucken, wir haben ja auch, habt ihr geschrieben, im Leseecke-Set gäbe es eine neue Couch, die ich noch nie verwendet hätte. Dreisitzer, die wahrscheinlich dann. Ja, die ist nicht so schlecht, aber die ist auch wieder ein bisschen zu crunchig, ne? Wow, das sieht auch geil aus mit Schwarz hier. Ja, wir gucken mal weiter, aber das ist auch sehr schön. Sowas hier, das passt alles hier ganz gut rein vom Stil. Sieht aus wie CC, das Zeug, wa? Das ist echt schlimm. Brauchen wir für die Bücherecke auch noch und die Bilder sind auch schön hier. Oh, ist schon gut. Schon geil. Schon schön auch. Müssen wir mal gucken. Ich pack's mal raus. Ich weiß es ja noch nicht, ob ich das hier oder das nehme. Okay. Dann lass uns mal gucken. Ich glaube. Ach, welche war das denn? Das war so eine sehr schlichte Couch. Ich glaube, die gab es auch in schwarz und ich glaube, das ist aber die hier, glaube ich, aus Highschool-Jahre, genau. Die gibt es auch in schwarz und die hat so eine grüne Decke hier mit blau sogar dabei. Vielleicht könnten wir uns dann in die Farben richten, weil die Couch ist schon sehr zentral, die ist jetzt auch ein bisschen größer, dann gehen wir da ein bisschen mehr in den Raum rein mit dem Ganzen. Wir haben ja hier den Platz. Ich würde auch, glaube ich, mal, der Fernsehtisch muss, glaube ich, der hier werden. Da können wir noch mal gucken, was wir da haben. Wir noch. Ja, das Braun vielleicht. Das ist leider zu wenig Crunch. Ich wollte ja mehr in das. Oh, das ist gut. Vielleicht können wir das als Fernsehtisch nehmen. Und in der Mitte dann mehr noch einen normalen Tisch. Also so einen hochmodernen. Das ist ein hochmoderner Tisch. Vielleicht sowas. Gab es da nicht auch einen, da gab es mal irgendwie, ich weiß nicht, ob das der war. Er hat auch farbiges Glas, aber anderes. Ja, war das denn? War das der Steintisch da? Der hier. Der hat genau. Und ich glaube, da gibt es noch einen. Ja, der hat so eine grüne Farbe. Da gibt es auch noch einen anderen hier. Oh, das ist auch nicht schlecht. Nee, das. Die Farbe bleibt gleich, aber das. Also das Glas bleibt gleich, aber der sieht schon mal sehr geil aus. Der sieht schon mal sehr geil aus. Können da auch noch ein bisschen näher ran, oder? Mit der Couch. Jetzt ist das alles so weit hier weg. So, jetzt räumen wir hier mal auf hier mit der guten Stube hier. Also das kommt hier nicht auf die Couch. Auf den Couchtisch. Das kommt irgendwo anders hin, aber das will ich auch haben. Ich weiß noch nicht. Kann man auch schön vergrößern. Und was Flaches kommt, also das Getränkeding würde ich mal tatsächlich draufpacken, aber so in den Rand, dass man auch noch den Fernseher sieht. Und dann hier die Kerzen hier so im... Das ist dann auch erlaubt, ne? Netter Nebeneffekt. Die Kerzen dann, machen wir den weg, weil den haben wir jetzt hier bei dem Fernseher. Müsste es auch ein Schwarz geben oder ein Grau-Schwarz. Grau-Schwarz ist schon auch geil, ne? So, jetzt kommt die Trixie. Trixie.
anzünden alle Kerzen. Und jetzt kann man die nämlich mit Shift teils heruntergebrannt. Heruntergebrannt. Halb herunter. Ist das das Gleiche? Ah, teilweise ist weniger als halb. Okay. Größtenteils heruntergebrannt. Auch nicht schlecht. Die bleibt dann, die ist dann neu. Okay, jetzt müssen wir das mal verschieben hier. Jetzt haben wir ja noch zwei. Jetzt müssen wir das hier nach hinten hier. Man guckt ja eher von der Seite, hätte ich jetzt mal gesagt. Dann lasst uns die abwechselnd machen hier im Kreis. Nochmal kurz Play. Jetzt ist das hier doppelt flamig. Löschen. Alle Kerzen. Anzünden. Alle Kerzen. Jetzt sieht's gut aus. Genau. Und das habt ihr nämlich auch kommentiert. Ein bisschen Wärme rein. Also moderne Couch. Esstisch gucken. Neutraler, vielleicht grün. Und warme Farbe im Wohnzimmer. Beziehungsweise Wärme im Wohnzimmer. Und ich glaube hier, wir haben jetzt die Richtung, dass wir die Möbel jetzt in Richtung modern trimmen. Und das, den Boden und Teppich und sowas und diese Pflanze da unten mit diesen, dass das eher dann, das ist so, das hier, das ist auch so ein bisschen, ne, Crunch. Ist das so ein bisschen, das Plastik mag ich nicht, wir haben da so schöne Kisten. Dass das eben das Moderne ist in dem Fall. Und das, wenn wir das hier relativ neutral machen, dann sieht das auch, glaube ich, gut aus. Wenn wir da vielleicht mit Schwarz und Weiß ein bisschen mixen. Die Bücher natürlich nicht, da passt das erste ganz gut. Und hier können wir auch gern Ausreißer machen, vielleicht auch so das Gelb ein bisschen mit rein, beige, beige, gelb, sowas hier und da wieder das Schwarz. Ich denke, mit Tränketablett bin ich mir noch unsicher. Ich glaube, ich nehme lieber dieses hier mit dem Buch und mit der. Ja, oder wir machen das hier dazu. Ne, dann lassen wir hier das Getränketablett. Mach das mal hier gerade. Und da machen wir. Ich weiß ja nicht, bei dem Sessel bin ich auch noch so. Da gibt es so einen monsterschönen Sessel. Der ist mega schön, den würde ich mir auch selber kaufen. Und zwar. Oh, der ist auch schön. Oh, jetzt ist es wieder schwierig. Jetzt können wir die modernen Sessel. Da, wo ist denn der? Der des Tiny Houses war der, glaube ich. Aus Tiny Houses. So ein wunderschöner Sessel. Der ist so ein bisschen schlicht. Das sieht nicht so protzig aus, aber trotzdem hat er ein bisschen was, ne? Nicht nur so ein. Blabada, Tiny Houses. Tiny, 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 tiny houses. Der da, genau. Der, den gibt es auch mit so beige-schwarz-weiß, genau. Der ist auch sehr schön. Da mag ich so das Kissen, weil das so schön texturiert ist. Aber der ist auch mega schön texturiert. Könnte man auch vielleicht mit dem. Müssen wir gucken, welche Holzfarben wir auch da reinnehmen. Oh, das sieht schon gut aus. Ganz schwarz ist nix, aber das ist schon schön auch. Passt auch fast zu Couch. Oh, den haben wir sogar in diesem grünen Ton. Ja, Lego Mio. Ja, dann müssen wir den eigentlich nehmen. Na, ist das wieder eine Qual. Aber der ist so schön warm. Das ist schön warm. Der ist so schön grün. Ja, der passt halt. Also, wenn wir schon mal diesen Ton haben, dann würde ich den jetzt tatsächlich nehmen. Ja. So, jetzt brauchen wir hier noch. Jetzt gucken wir mal hier nach der Ecke hier. Weil die gefällt mir noch gar nicht. Es wurde auch, genau, das wollte ich auch noch ausprobieren. Es wurde auch noch gesagt, ich soll mal hier so eine Farbe ausprobieren. Da gibt es doch so einen grünen Ton. Ist das der da unten? Ich glaube der. Da können wir vielleicht eine Wand hier wie die da. Können wir vielleicht so machen. Lasst uns mal das hier ein bisschen wegschieben von den Bildern, dass das hier ein bisschen schicker ist. Ich wette mit euch, jetzt kommen wieder die Kommentare. Jetzt ist aber mir zu modern. Ja, das ist immer. Jeder denkt das anders. Also für jeden ist das. Ist eigentlich praktisch, wenn die hier wäre. Für jeden ist das nämlich anders, weil jeder. Staffelei-Aktivitäten brauchen wir noch. Oh ja. Basegame ist die, glaube ich. Nee, wir nehmen die aus Uni. Die ist ein bisschen schöner. Alles zeigen.
die da. Ja, war das? Gibt's da nicht? Gab's da noch eine zweite, glaube ich. Was auch immer hilft, ist das Objekt hier mit der Pipette aufzunehmen. Meistens kommt man dann in die Kategorie rein, wo man dann die anderen dann sieht, egal in welchem Pack. Ja, war schon die dann. Gab's da, ich dachte, da gäbe es noch eine andere große. Moderne, aber die gab es dann nicht in Grau. Nehme ich jetzt mal an. War das die, glaube ich. Ja, die gibt es dann nicht in so einem Grauton. War ein bisschen blöd mit den Farben bei diesen Dingern. Ich meine, das ist voll schön. Das würde auch ganz gut passen. Zum Teppich wieder, ne, mit dem Beige. Und dann nehmen wir die. Ja, gehen wir in die Richtung rein. Das finde ich gut. Sehr schön. Merkt ihr was? Jetzt wird's langsam hier, ne? Wir brauchen jetzt aber hier noch eine Oberfläche. Schlafzimmer und Bad müssen wir auch noch machen. Das gibt noch eine dritte Folge hier. Vielleicht können wir da auch wieder ein bisschen das Glas aufgreifen, aber das ist nicht so viel, außer vielleicht das hier. Ja, bisschen Helligkeit rein. Das Beige-Weiß nochmal aufgegriffen. Vorne diese... Ja, das wäre cool, wenn es das Beige auch geben würde mit Schwarz. Aber das gibt es nicht. Ach, scheiße. Ich probiere es jetzt mal aus. Wenn wir den vielleicht hier so drüber stellen... Oh, jetzt wird der echt knapp hier. Können wir dich da... Oh, das ist auch knapp. Machen wir dich mal dahin. Du bist schon präsenter, liebes Ding. Wir brauchen auch noch Platz für unsere Bücher und für alles. Ja, das muss ich jetzt... ein bisschen blöd, aber dann machen wir das hier mal so. Jetzt holen wir uns mal erstmal diesen Plattenspieler. Der ist auch aus dem moderner Luxus-Set, glaube ich. War der da drin? Oder wo war der? Da war der... Doch, da ist er doch. Der geht ja nicht oben drauf, oder blöde Viech, du. Du Nudelspieler. Und das ist auch noch die falsche Höhe jetzt. Oh, come on. Da können wir auf jeden Fall einen schwarzen dann auch wieder nehmen. Ja, nehmen wir den schwarzen. Das ist wieder, muss ich wieder mit der Toolmod ran hier. Erheben, senken, 0.02. Hm. Ah, ist doch gut. Nummer 1, oder? 0.01. Ja, das ist der Griff. Gut. Also der muss auf jeden Fall drauf. Und unten dann ist er ein bisschen knabbig hier. So, mal gucken, wie das hier... Ich meine, die Verkleiner sind da Mini-LPs und so Mini-Ding. Wie heißen die? Die anderen, die kleinen LPs. Ja, Pflänzchen hier. Ich hätte da gerne noch... Eigentlich hätte ich da so gerne und gern noch einen Tisch sogar gehäbt. Meinte ich nicht da nach hinten kommen, das geht hier. Ja, die müssen dann halt weggestellt werden, wenn der hier. Weil das Ding muss eigentlich schon mittig sein, oder? Sieht ein bisschen blöd aus, wenn das hier. Ja, das muss hier mittig rein, glaube ich. Hier. Und das ist der Lautsprecher. Da können wir das hier so ein bisschen zum. Hier die Kopfhörer, wenn man mal. Wenn man mal. Auf der Couch hören will oder also mit Kopfhörern hören will. Ja, ist auch wieder Geschmackssache. Geht man jetzt in die Farbe rein. Das erste ist schon voll schön mit dem Holz unten dran. Gleicht man es jetzt an. Ja, rosa ist halt schon, also. Ich hätte jetzt eigentlich die schwarzen genommen. Aber die sind auch ganz schön. Ich glaube, ich nehme, ja, die schwarzen. Es wäre halt gut, wenn das unten... Unten dieser Fuß und oben dann schwarze Kopfhörer. Ja, das ist ja so ein bisschen hier. Das ist die Qual der Wahl. Ja, schwarz geht ein bisschen unter, weil hier auch schon zu viel schwarz ist. Aber dadurch macht es auch ein bisschen einheitlicher. Ich glaube, ich würde es mal... Ich glaube, ich würde es mal schwarz machen und den so ein bisschen dann hier noch, dass das hier mittig vor der Wand ist. Sollen wir das nehmen oder das Bild? Die Fenster sind sehr nah beieinander, ne? Da kannst du eigentlich fast gar nichts hängen. Ich glaube, ich würde das hier hinhängen. Und
das müssen wir aber irgendwo anders. Das muss dann hier oder so. Wobei das hier hinten, nee, da ist das hinten schöner, ne? Und das Bild eher hier, weil hier haben wir schon eine Pflanze. Können wir das auch nochmal größer machen. Dass hier das Schwarz ein bisschen überschwappt, ne? So. Okay, jetzt haben wir noch dieses Zeugskrams. Das muss ja noch irgendwie. Hier können wir das da reinstellen einfach. Das geht doch hier, oder? Ist das ein bisschen komisch? Ist das komisch oder nicht? Gucken wir mal. Auch wieder die falsche Höhe hier, echt. Ich probiere das mal, dass da vorne keine Stange ist. Dass vorne hier das so ist. Ja, der ist schon reingequetscht, ne? Ach, wieso eigentlich nicht? Gut, ich würde vielleicht, dann nehmen wir aber das andere da rein, die Kiste, da wo nichts drin ist. Die Zeitschriften. Ding, ding, ding. Oder wir stellen das einfach hier rein, die Boxen, dann ist das auch gleich aufgewertet. Das geht hier natürlich wieder nicht mehr rein. Wo gehst du oben drauf? Ah, nicht schlecht. Ja, komm, das machen wir so. Jetzt gucken wir bei dir nochmal mit der. Ich finde das halt so cool, weil das wieder so. Oh, das ist schon geil, auch in schwarz. Ich wollte es eigentlich nicht so schwarz alles einreden. Dann machen wir dich so beige mit Rissen hier. Dann haben wir das Beige hier wieder aufgegriffen. Jetzt wäre es aber tatsächlich gut, wenn der Sessel auch wieder eher das Beige wäre, ne? Gucken wir nochmal. Dann könnte man vielleicht. Da gibt es ja dieses kleine blöde Tischchen da. Was ein bisschen matschig aussieht, aber. Immerhin Basecamp ist, genau, da können wir das hier hinsetzen. Und dann haben wir da das hier. Die Kaffee und das Buch. Jetzt aber tatsächlich erstmal umdrehen. Einfach weil das hier rechts, rechte Hand und. Ach komm. Rechte Hand der Kaffee, ne? Schnappen. Und das. Kerzelein hier. Und Kerzelein. Kerzelein, das müssen wir auch nochmal umfärben. Ja, das geht, das ist doch hier gut. Farblich sehr passend. Jetzt diesen Stapel da, den müssen wir da irgendwie nochmal reinsetzen auch. Ich will das, glaube ich, echt mal hier rein. Ja, da ist halt ein altes Regal. Geht das da auch nochmal? Gibt es da keine? Gibt es da hier noch Slots? Guck mal an. Dann machen wir das aber auch schwarz. Das ist doch gut. Da wird doch hier. Das wird. Nach und nach. Das müssen wir nochmal. Das müssen wir auch mal frei platzieren. Das gefällt mir noch nicht so gut. Das ist der Lautsprecher für den Schallplattenspieler. Ich glaube. Setz dich auch noch mal mehr rüber. Nee, du musst schon. Ja, du musst schon eigentlich, weil du musst ein bisschen weiter rüber. Ich möchte das Regal gern mittig eigentlich haben vor dem. Vor dem Fenster. Ich auch noch mal, dann machen wir euch alle manuell hier. Alles mal weg. Der kann hier ruhig so ein bisschen Chaps aufstehen. Ganz leicht schräg. Er steht ganz leicht schräg. Und du kommst hier wieder drunter, du schöne Truhe. So, und die Mini-LPs kommen hier rüber. Und hier, das hier, genau. So ist doch gut. Leute, das wird, glaube ich. Das wird. Wir haben den Crunch auf jeden Fall noch drin. Nicht nur wegen den Wänden und wegen dem Teppich. Auch wegen diesem Sideboard und hier so ein bisschen. Aber wir könnten da noch ein bisschen mehr. Oh, das ist auch wieder sehr schadig, ne? Müssen wir mit der Toolmod nachhelfen. Nicht, dass der Fensterrahmen da rausguckt. Kann man mal, glaube ich, sollen wir mal ein bisschen hier gucken. Ich glaube, das reicht schon, ja. Okidoki. Ja, soweit mal würde ich mal stehen lassen. Wir brauchen jetzt hier noch eine Deckenlampe. Zur allgemeinen Beleuchtigung.
Nee, da muss auch, da muss, glaube ich. Oder so eine vergrößerte Glühbirne hätte auch was Geiles. Das ist auch sehr schön. Ich liebe das ja eh. Ja, das ist schon ein bisschen groß hier. Aber so eine große Glühbirne ist ja auch wieder modern. Aber die sieht schon sehr vergrößert aus, muss man ehrlich zugeben hier, wa? Und die mit dem Schwarzstil hier an. Gleich ist wieder dieses Industrial halt. Ne? Das wollte ich ja eigentlich hier so ein bisschen raus haben. Weil ich schon so oft und so. Ich baue sehr gern Industrial. Würde auch super passen, natürlich. Mit dem Metall und so. Aber das Metall würde ich ein bisschen rauslassen, eigentlich in dieser. In dieser Reihe hier. Damit das. Ist auch sehr schön. Das hat auch was Künstlerisches, so ein bisschen Industrial-mäßiges, natürlich. Ich muss sagen, ich fand die jetzt irgendwie schöner. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde die jetzt irgendwie cooler. Was gibt's denn noch? Auch wieder wegen der Deckenhöhe so blöd, ne? Meine Lieblingslampe, aber die ist halt auch sehr industrial. Die gibt's, glaube ich, auch in dunkelgrün, ja. Ja, was ist dunkelgrün in diesem türkisgrün Verschnitt? Das ist halt so eine schöne Lampe. Ich mach jetzt die. Ich mach jetzt die. Ja, das ist jetzt so. It is how it is. It is how it is. Okay. Sehr gut. Hier sieht es noch ein bisschen düster aus tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen dem Wetter auch, ne? Ja, wenn man Nacht macht, dann strahlt alles ein bisschen mehr noch. Auch so als Tipp mal, ne? Ihr könnt Nacht machen, dann gehen nämlich die Lampen automatisch an. Okay, ich will mal sagen, dann machen wir das mal so. Und ihr kommentiert mir mal, ob ich jetzt zu sehr modern bin oder ob ihr sagt, nee, komm, das passt hier da nicht. Das machst du so, Jungschen hier. Dann gucken wir nächstes Mal weiter, was ihr dazu sagt. Und dann machen wir auch das Schlafzimmer und das Bad. Vielleicht habt ihr ja dazu auch noch Ideen. Aber ist ein bisschen too much hier jetzt, ne? Aber die ist ein bisschen too klein. Zu klein. Ja, vor das Bücherregal können wir das eigentlich nicht stellen. Was machen wir mit euch? Komm, wir packen euch erstmal dahin. Brauchen wir vielleicht noch einen Mülleimer oder so. Dann haben wir ja wieder nicht in der Bude hier. Mensch, ey. Aber die Dings brauchen wir auf jeden Fall. Diese zwei Vasen, die sind so schön. Passt auch farblich voll gut, ne? Ist ein bisschen in so ein Blau hier wieder, klar. Aber Graublau ist hier eigentlich das Geilste. Was ist, wenn wir die doch auf den Tisch stellen und das hier vielleicht doch irgendwie... Ich hier nochmal so eine kleine Anrichte oder so. Also die auf jeden Fall auf das hier stellen. Und das, guck mal, das ist hier so Flickflack, oder wie sagt man? Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe ein bisschen arg in die Lampe rein. Das ist immer auch scheiße, weil die wieder ein Stückel zu weit unten hängt. Immer ein Stückel. Und die ist wieder zu mini, ne? Ach, scheiße. Das machen wir noch. Mal 1.5, ne? Das ist das Falsche hier. 1 ist so, dann heißt, wir müssen, ich würde 0,9 dann. 0,9, ja, so ist gut. So ist gut. Ja, let's do it. Okidoki. Okidoki, Elevator. Küche heute, Feedback bitte, danke. Und das... Wohnzimmer. Nächstes Mal kommt das Schlafzimmer. Das wird nochmal kritisch, weil wir echt nicht viel Platz haben. Und das Badezimmer. Das wird auch kritisch. Scheiße. Ja. Oh Mann. Ich pack dich mal hier hin. Temporär. Wobei, nächstes Mal vergesse ich dich wieder. Ich pack dich hier auf den Boden. Da kommt nochmal eine Anrichte oder irgendwie sowas. Ja. So eine kleine. Okay. Nächstes Mal geht's weiter. Daumen nach oben nicht vergessen. Euer Daniel. Macht's gut. Tschüss.